Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen ultimativen Autopsie-Guide, basierend auf dem neuen Update Better Safe Soul. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie eine Leiche so präpariert, dass sie 26 weiße Schädel hält. 26 weiße Schädel. Damit könnt ihr diese zu einem super Zombie in euren Diensten machen, der 65% bessere Arbeitsleistung hat, oder mit denen Patch 1.403 hinzugekommenen prunkvollen Grabstättenverschönerungen hier. Wir sehen hier L4 in Kombination mit 15 hier. 26 Punkte sozusagen für eure Friedhofswertung pro Grab hinzufügen, was eure Friedhofswertung in ungeahnte Höhen treiben kann. Beginnen wir mit Schritt 1, den Vorbereitungen. Wir müssen ein bisschen vorbereiten, bevor wir loslegen können und die Leiche perfekt präparieren können. Nummer 1 ist, wir brauchen ein paar bestimmte qualitative Organe von Leichnamen. Und das können wir am besten gewährleisten, wenn wir das Ruhestättengebet auf höchster Stufe predigen, weil dadurch wird garantiert, dass ein Buff uns zugetragen wird, der bessere, qualitativ höherwertige Leichname uns in dieser Woche beschert. Und das machen wir. Als nächstes brauchen wir einen frischen Leichnam, dem wir ein paar Teile rausnehmen. Wir brauchen sowohl die Haut, das Fett, das Blut und das Fleisch. Das kann von jeder Leiche genommen werden, weil die Werte sind, wie ihr sehen könnt, oder wie ihr euch ahnen könnt, immer dieselben. Die müssen wir verändern. Aber wir brauchen dann auch noch zusätzlich Hirn, Innereien und Herz mit bestimmten Werten. Die habe ich schon vorbereitet tatsächlich. Die habe ich schon gesammelt im Vorfeld. Wir brauchen nämlich ganz bestimmte Werte. Wir brauchen ein einziges Mal 3 rote und 3 weiße Schädel. Also die roten sind ja die bösen Schädel, die weißen sind die, die wir haben, wie wir haben wollen. Grüne sind Verfallsschädel, die wollen wir gar nicht. Die kriegt man erst, wenn die Leiche ein bisschen rumgammelt. Also halt hier irgendwo liegt, ungekühlt, dann wird ihre Wertigkeit gesenkt, so in etwa. So, aber wir brauchen einmal sowas, das ist egal welches Organ von diesen drei, also Hirn, Herz oder Gedärme. Aber wir brauchen eines mit 3 roten und eines mit 3 weißen. Die anderen beiden, also es hätte auch Herz sein können mit 3 roten und 3 weißen, die anderen beiden Hauptorgane, nenne ich es mal so, die müssen 2 minus rote Schädel haben und 3 plus zu weißen Schädeln. Die habe ich schon vorbereitet, weil das ist tatsächlich ein bisschen fricklig, die alle zu bekommen. Nicht jede Leiche hat die, meistens die mit dunklen Organen drinnen. Kommen wir zu Schritt Nummer 2. Wir müssen Organe modifizieren. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, aber ich zeige es euch auch nochmal im Detail. Ich habe hier sowohl Blut vorbereitet, das muss einen roten Schädel geben und 3 weiße. Wir haben hier Fleisch modifiziert, dass es nur weiße 3 Stück gibt und Haut ebenso. Und anhand des Fettes zeige ich euch, das muss noch weiter modifiziert werden. Fett in seiner Standardvariante funktioniert nicht. Deswegen gehen wir hier an diesen neuen Tisch, der durch das Update hinzugekommen ist, weil da kann man diese Organe modifizieren. Alle anderen Organe habe ich schon damit modifiziert. Deswegen hießen sie ja modifiziertes Blut, modifiziertes Fleisch und so weiter und so fort. Und hierfür sind auch die Seelenscherben, die wir hier bekommen, wenn wir Seelen retten, auch gedacht. Hier können wir Fett hernehmen und Fett muss im Gegensatz zu Fleisch und Haut volle Power haben, also sowohl voll weiß wie auch voll rot. 3 Stück, mehr ist nicht möglich. Und das bedeutet, wir müssen hier jetzt modifizieren. Ihr seht, es kostet diese Währung, es kostet Energie, aber jetzt haben wir modifiziertes Fett, wenn wir es jetzt hier gleich reinlegen. Der minus weiße Schädel ist verschwunden, weil wir plus 1 dazu gemacht haben. Das machen wir nochmal und nochmal oder nochmal. Und dann haben wir am Ende sehr viel extra Schädel, allein durch Fett.
Oh ja. Ist das gesundes Fett dann? Man weiß es nicht. Anfertigen hier. Es kostet immer ein bisschen mehr Scherben, also ihr braucht schon ein paar. Also, wer hier min-maxen will auf dem Friedhof oder bei den Zombies, der muss schon ein bisschen was farmen, würde ich sagen. Bisschen was schon. Ich habe zum Glück einige Sündenscherben. Aber so geht es. Bloß bei den Minuswerten muss man aufpassen. Also bei Blut muss man ein bisschen aufpassen, weil das braucht bloß einen roten Schädel. Mehr nicht. Weil mit Tricks, die jetzt noch kommen werden, werden wir diese Balance richtig gut bearbeiten können. Und jetzt können wir schon gar nicht mehr verändern, weil jetzt ist es maximal modifiziert. Und mit diesen Organen geht es dann wieder weiter, weil jetzt präparieren wir unsere Leiche wieder. Kommen wir zu Schritt 3. Nachdem wir alle Organe modifiziert haben, gönnen wir uns das modifizierte Blut. Nochmal zur Wiederholung. Ein roter Schädel, drei weiße Schädel, das Hirn oder ein Organ von den großen Organen mit plus drei Schädeln und plus rote und plus weiße, das Fett ebenfalls mit plus drei rote und plus drei weiße, das Fleisch mit plus drei weiße, das Herz muss minus zwei haben oder halt ein anderes Organ und das, die Innereien mit minus zwei und plus drei und die modifizierte Haut mit plus drei weißen Schädeln. Diese Organe nehmen wir jetzt, gönnen sie uns und die Leiche, die wir vorhin hatten, wo ich sogar noch die Organe rausgenommen habe, bis auf Schädel und Knochen, sieht ein bisschen arm aus, nicht wahr? Deswegen fügen wir jetzt diese modifizierten Sachen mit hinzu. Fangen wir an mit den Plus-Sachen, damit die Minus-Sachen wunderbar wirken. Erst das Gehirn. Hervorragend, hervorragend. Ja, es hat schon durch den Schädel einen Minus-Schädel drinnen. So, wir machen weiter mit... Wo ist das nächste? Das Fett war das nächste. Fett hinein. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt ist es prinzipiell eigentlich egal. Nehmen wir doch das, was noch Plus gibt, zu den roten Schädeln, weil die roten Schädel wollen wir ausmerzen. Ihr seht, 6, 9. Ha, die Liste wird jetzt auf jeden Fall länger. Dafür kann ich auf jeden Fall sorgen. Das ist auch schon so eine super Leiche, wenn wir sie eingepflanzt haben, prinzipiell. Aber das wird noch viel, viel besser. Das wird viel, viel besser. Alles muss rein. Wollen wir es reinlassen, die Organe? Rein mit euch. Sehr schön. Und als letztes die Haut noch dazu. Die Leiche wurde wieder zusammengesteckt. Und wir haben jetzt 2 21. Es fehlen noch 5 und müssen 2 loswerden. Das machen wir im letzten Schritt. Im letzten Schritt müssen wir der Leiche noch ein paar Flüssigkeiten hinzufügen. Also wir müssen alchemistisch aktiv werden, damit wir da das Maximum rausholen können. Deswegen an den Kirchenarbeitstisch, da können wir nämlich Injektionen herstellen und wir brauchen die Laugeninjektion. Dafür brauchen wir Lauge. Wasser und kegelförmige Gefäße, die an Schmiede aus Glas herstellbar sind, kein Thema. Aber Lauge ist schon interessant. Kleberinjektion, da brauchen wir Kleber, habe ich sogar auf Lager, aber wir werden ihn selbst nochmal herstellen. Silberelixier, beziehungsweise Silberinjektion und Goldinjektion, wo wir Goldelixier dafür brauchen. Und diese 4 Dinge, diese 4 Vorkomponenten für die Injektion werden wir jetzt gemeinsam machen. Ich werde euch dabei... Die habe ich zwar schon gemacht, aber ich werde euch dabei sagen, wie ihr die herstellen könnt. Also am Alchemietisch Stufe 2 müsst ihr auf jeden Fall das machen. Ihr bekommt Lauge, zum Beispiel aus Lebenspuder und Todeslösung plus Blut. Wenn ihr das in der Kombination kombiniert, dann erhaltet ihr es. Lebenspuder bei Lauge erhaltet ihr, wenn ihr an der Alchemiemühle Innereien oder Schwefel zersetzt. Natürlich immer vorher an dem einen Tisch da identifizieren oder einmal erforschen, damit man das verarbeiten kann. Todeslösung hingegen, da geht ihr an den Handmischer und verarbeitet ein dunkles Gehirn oder schwarzen Schleim. Ja, und Blut, wisst ihr Bescheid, wo das herkommt. So wird Lauge hergestellt. Kleber. Kleber braucht die Gesundheitspuder, Lebenslösung und Chaosextrakt. Das ist schon interessanter, weil Lebens- oder Gesundheitspuder bekommtet ihr, wenn ihr Kürbisse, Kohl oder Ernteabfälle
in der Alchemiemühle zerlegt. Ihr bekommt Lebenslösung, wenn ihr im Handmischer Gehirn, Made oder gelbe Blumen zerlegt. Und Chaosextrakt, wenn ihr im Destillierer Motten oder Schmetterlinge, ja, verflüssigt, nennen wir es mal so. So, das waren die ersten zwei. Dann gehen wir mal zu Silber und Gold-Elixier. Die haben zwei Varianten. Fangen wir an mit Silber. Also, wir brauchen immer für Silber-Elixier Silberstaub. Kriegen wir aus Silber-Nuggets. Für Gold-Elixier Goldstaub aus Gold-Nuggets. Das ist schon mal das Einfache. Also, relativ einfach, wenn man eine Mine besitzt. Dann haben wir die Ordnungslösung und Lebensextrakt. Das ist eine Möglichkeit. Ordnungslösung, Handmischer, einfach eine Biene, grünes Gelee oder grünen Schleim, meine ich, oder weiße Blumen, dann kriegt ihr Ordnungslösung. Den Lebensextrakt bekommt ihr, wenn ihr im Destillierer Herz, Maden oder gelbe Blumen, ja, verflüssigt. Genau. Das andere Rezept für Silberelixier, die Alternative wäre Chaoslösung und Ordnungsextrakt dem Silberstaub hinzufügen. Für Chaoslösung, da müsst ihr in den Handmischer Motten oder Fledermausflügel geben und die verarbeiten. Oder für Ordnungsextrakt braucht ihr im Destillierer grünes Gelee oder weiße Blumen. Damit erhaltet ihr das. Wir machen einfach mal das erste hier. So, und für die Goldinjektion haben wir auch wieder zwei Varianten. Zweimal wieder Goldstaub notwendig, also für beide Varianten ist Goldstaub notwendig. Und einmal mit Ordnungslösung, ähnlich wie beim Silberelixier, kennen wir schon, und Gesundheitsextrakt. Gesundheitsextrakt kriegt ihr im Destillierer, wenn ihr Linsen oder Kürbisse verflüssigt. Und bei der anderen Variante nutzt ihr giftige Lösungen oder Chaosextrakt. Chaosextrakt, Destillierer, Schmetterlinge oder Motten. Und die giftige Lösung erhaltet ihr, wenn ihr im Handmixer Orangenschleim nutzt oder rote Pilze. Wir machen das da. Davon habe ich mehr. So, damit habe ich alle Grundkomponenten für die Injektionen. Kann die Injektionen machen. Hier, seht ihr, ich kann einige Injektionen machen. Die werde ich jetzt auch alle produzieren. Und dann sehen wir uns bei der Leiche gleich wieder. Mit den Injektionen jetzt bei unserer Leiche müssen wir diese wunderschöne Leiche hier nehmen und sie hier auf den Einbalsamierungstisch setzen. Dort als erstes geben wir eine Kleberinjektion rein. Das gibt den Balsamier-Effekt plus ein weißer Schädel. Danach packen wir Lauge mit hinzu. Das gibt plus einen roten Schädel und plus einen weißen Schädel. Keine Panik, die roten Schädel kriegen wir noch los. Im Anschluss packen wir noch eine Silberinjektion mit rein. Silber zuerst. Hier, sie gibt minus einen roten Schädel, also der gerade dazu kam, wird schon wieder entfernt. Dafür ein plus weißer Schädel. Und zuletzt kommt noch die Goldinjektion. Die tilgt die restlichen roten Schädel und gibt nochmal weitere zwei weiße hinzu. Voila! Der Körper ist fertig. Eine Leiche mit 26 weißen Schädeln ist jetzt vor uns. Und sie kann für wunderbare Dinge verwendet werden. Für was? Das müsst ihr euch entscheiden. Ich zum Beispiel stecke sie jetzt hier in dieses Grab, vergrabe sie und werde dieses Grab perfekt ausbauen. Hier bekommt es erstmal eine mega mäßige Marmorstatue und eine megamäßige Grabumrandung, die beide super teuer in der Herstellung sind. Aber damit sind 26 weitere Points für meine Friedhofsqualität vorhanden. Ihr könnt sie natürlich auch als Zombie wiederwecken und dann hat er 65% Arbeitsleistung, erhöhte Arbeitsleistung. Das ist all eure Sache, was ihr daraus macht. Aber das ist auf jeden Fall der aktuelle Endgame-Content und ich hoffe, es hat euch geholfen, meinen Guide anzuschauen. Wenn es euch geholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt und auch liked und natürlich auch gerne mal Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr eine bessere Methode gefunden, aber mir ist keine andere bekannt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.